Hallo und herzlich willkommen aus Weißhand-Gölzau. Wenn Sie noch nie was von diesem Ort gehört haben, wenn ihr den gar nicht kennt, der ist in Anhalt-Bitterfeld. Und hier gibt es den vermeintlich kleinsten Karnevalszug im Land. Rund 5 Minuten und dann sind wir durch. Und los geht's hier ganz vorne mit der Schalmeinkapelle aus Kösitz. Und es folgt die Garde in Gölzau, tatsächlich noch stattliche Männer in ihren Gardekostümen, sogar mit Sonnenbrille heute. Und natürlich die Funken, die dürfen nicht fehlen beim Karneval. Dauerlächeln inklusive hier in Gölzau. Und hier kommen die etwas reiferen Funken, was aber der Stimmung hier im Zug keinen Abbruch tut. Gott, dafür kriege ich bestimmt wieder Ärger, wenn die das Video dann hören. Und hier kommt der Prunkwagen mit Elverrad und Co. Und da fliegen sie schon, die Kamelle. Es ist viel zu früh, um mit dem Saufen aufzuhören. Und das hier früh um 11. Meine Damen und Herren, da sind sie, die Mitglieder des Vereins. Fröhlich und närrisch. Sie schwanken noch. Möchte ich mal enden wie Harald Junkes Lieber, oder so sei Jürgen. Dafür, dass sie singen, ich schwanke noch, stehen sie recht stabil. Erste Köthner Karnevalsgesellschaft aus der Kreisstadt. Mit vollen Händen gehen hier die Bonbons zu den Kindern. Guten Morgen, hallo. Und wir wünschen uns auch erstmal einen guten Morgen. Es folgen Cheerleader, Mini-Cheerleader. Und direkt kommen wir zu den Köthner Spitzen, ebenfalls aus der Kreisstadt. Die Farbe ist orange. Da. Der Heimatverein aus Prosig. Mit am Start. Und sie grüßen uns auch mit Heilufe. Mit dem Schlachtruf hier aus Gölzau. Steht für heiter, lustig und vergnügt. Genau. Die lange vergessenen Orte. Oh, da muss die kleine Hexe ganz schön rennen. Ja, meine Damen und Herren, das war's schon. Diesmal nicht mal 5 Minuten. Sondern 2. Der vermeintlich kürzeste Karnevalszug im Land. Die einen sagen der kürzeste, die anderen sagen der kleinste. Da scheiden und streiten sich die Geister. Und hier ist jetzt wirklich Schluss. Die Feuerwehr kommt noch und dann war's das. Und auch ich sag Tschüss aus Weißhand-Gölzau. Macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Euer Stefan B. Westphal.